Sie schlägt schnell und tödlich zu. Es ist ein komplexer Vorgang, der nur eine Viertelsekunde dauert. Der Biss der Klapperschlange wurde in Millionen von Jahren perfektioniert. Die Opfer wissen, welche Gefahr von ihm ausgeht. Doch ein Biss muss nicht tödlich enden. Wenn man weiß, was dabei geschieht. Tarnung, Geduld und ein überraschender Angriff. Die Klapperschlange spürt die Körperwärme des Opfers und schlägt blitzartig zu. Ein Angriff setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Fehlt auch nur ein einziges dieser Elemente, bleibt die Schlange hungrig. Diese Dokumentation zeigt detailliert, wie einer der gefürchtetsten natürlichen Feinde des Menschen zuschlägt. Der Biss der Klapperschlange wird Schritt für Schritt analysiert. Die Klapperschlange verfügt über ausgefeilte Sinne, die ihr ermöglichen, ihr kostbares Gift zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Ein Eichhörnchen stellt die Schlange vor kein großes Problem. Aber bei einem Angriff auf Menschen kann die Schlange selbst zum Opfer werden. Erkenntnisse darüber, wann und warum die Schlange ihr Gift einsetzt, können Leben retten. Verhaltensforscher haben Überraschendes herausgefunden. Unsere Geschichte beginnt mit einer Texas-Klapperschlange, die auf der Suche nach ihrer ersten Mahlzeit im Frühling aus ihrer Höhle kommt. Ausgewachsene Texas-Klapperschlangen sind groß. Ihre massigen Körper können bis zu 2 Meter lang werden. Sie sind zwar nicht die längsten Klapperschlangen, gehören aber zu den schwersten. Sie bewegen sich auf ihren Rippen vorwärts und nehmen Erschütterungen über ihre Schuppen und Knochen wahr, die den Boden berühren. Ihre Augen ähneln denen von Katzen. Sie besitzen 2 Nasenlöcher und 2 große Öffnungen, die Thermosensoren. Mit ihnen nehmen sie Wärme wahr. Diese Sensoren sind ein Merkmal aller Grubenottern, der Gattung, zu der auch die Klapperschlange gehört. Schlangen verbringen den Winter in einer Art Starre und nehmen 6 Monate und länger keine Nahrung zu sich. Im Frühling hat die Nahrungsaufnahme dann höchste Priorität. Professor Bill Hayes von der Loma Linda University hat sich auf die Erforschung der Klapperschlange spezialisiert. Ihr Biss fasziniert ihn besonders. Klapperschlangen sind die besten Nagetierfallen, die die Natur zu bieten hat. Es ist faszinierend zu untersuchen, wie sie an Nahrung gelangen. Diese Texas-Klapperschlange hat Beute gemacht. Sie zieht ihren Kiefer auseinander und die Haut dehnt sich. Zuerst zieht die Schlange die Beute mit den Zähnen schrittweise in ihr Maul. Danach arbeiten die Halsmuskeln weiter und drücken die Ratte bis in den Magen der Schlange. Dort lösen die Verdauungsenzyme den Körper des Beutetiers auf, selbst die Knochen. Die Öffnung der Luftröhre der Schlange befindet sich nicht wie bei uns Menschen hinten im Hals, sondern vorne. So kann sie selbst mit vollem Mund atmen. Das Gift im Körper des Beutetiers schadet der Schlange selbst nicht. Verschluckt ist es ungefährlich. Die Schlange sucht sich nun mit Hilfe ihrer Thermosensoren einen warmen Ort, um dort zu verdauen. Sie braucht eine bestimmte Temperatur, damit ihre Verdauungsenzyme optimal wirken können.
Eine kalte Schlange kann die Beute erbrechen oder sogar sterben, da sie nicht verdauen kann. Doch wie hat diese Schlange vor ein paar Tagen ihrer Beute aufgelauert? Die Wahl der Jagdstelle ist äußerst wichtig. Klapperschlangen verlassen sich auf das Überraschungsmoment. Die gespaltene Zunge der Schlange nimmt die leichtesten Gerüche wahr, selbst wenige Moleküle. Sie funktioniert jedoch anders als die menschliche Zunge. Durch das Züngeln nimmt sie Stoffe vom Boden auf und streift sie an speziellen Nervenenden in ihrem Gaumen ab. So nimmt sie die Fährte potenzieller Beutetiere auf. Die Klapperschlange ernährt sich von Ratten, Mäusen und Eichhörnchen. Der Joshua Tree Nationalpark im Süden Kaliforniens ist ein Eldorado für Klapperschlangen. Die Texas-Klapperschlange kommt zwar nur im Südwesten der USA vor, dennoch geht der Großteil aller tödlichen Schlangenbisse gegen Menschen auf ihr Konto. Der Nationalpark bietet den Klapperschlangen gute Lebensbedingungen. Doch durch die Ausbreitung der Wohngebiete kommt es immer öfter zu Begegnungen zwischen Menschen und Schlangen. In ganz Nordamerika gibt es pro Jahr allerdings nur etwa 6 Todesfälle durch Schlangenbisse. Weit mehr Menschen werden vom Blitz erschlagen. Das ist die richtige Tageszeit. Es wird wieder kühler. Klapperschlangen sind vor allem in der Dämmerung aktiv, an heißen Tagen bis in die Nacht hinein. Viele Klapperschlangen werden aus übertriebener Angst unnötigerweise getötet. Neue Forschungen könnten zu besserem Wissen beitragen. Ein günstiges Jagdgebiet macht der Schlange den Angriff leichter. Trotzdem ist er schwierig genug. Hat die Schlange die richtige Stelle gefunden, wartet sie dort ab. Der Biss geschieht blitzartig. Doch wie ein Pilot, der vor dem Abflug seine Instrumente überprüft, muss die Schlange sicherstellen, dass die Bedingungen optimal sind, damit sie erfolgreich angreifen kann. Die Schlange muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort und vor allem bereit sein. Beutetiere wie Ratten und Eichhörnchen bewegen sich auf bestimmten Pfaden. Dort hinterlassen sie unweigerlich ihren speziellen Duft. Solche Fährten kreuzen sich auf dem Boden und nicht alle Pfade werden gleich häufig genutzt. Die Schlange ist in der Lage zu erkennen, welcher Pfad am häufigsten und welcher zuletzt benutzt wurde. Die Texas-Klapperschlange ist in Kalifornien nicht allein. Es gibt 5 weitere Klapperschlangenarten, und alle jagen die gleiche Beute. Eric Dugan von der Loma Linda University verfolgt die Schlangen mit Hilfe eines Senders. Nice. Okay. Eines seiner Forschungsobjekte, eine Südpazifik-Klapperschlange, wird mit einem neuen Sender ausgestattet. Dafür wird sie für etwa eine halbe Stunde in Narkose gelegt. Sobald ihr Körper schlaff ist, kann Eric mit der kleinen Operation beginnen. Anders als bei größeren Tieren werden die Sender bei Klapperschlangen unter die Haut eingepflanzt. Außen am Körper würde sie damit an Steinen oder im Gestrüpp hängen bleiben.
Er kommt zurück an dieselbe Stelle. Selbst die Antenne wird unter der Haut verlegt. Das Signal, das sie aussendet, wird bis zu 1 Kilometer weit übertragen. Die Schlange trägt jetzt einen Sender wie diesen hier. Den hier hatte sie etwa ein Jahr lang im Körper. Der neue Sender wird ein weiteres Jahr funktionsfähig bleiben. Eric hat mehrere Schlangen mit Sendern ausgestattet, die jeweils auf einer eigenen Frequenz senden. Gut, das war's. Anhand der Sender kann Eric verfolgen, wo die Schlangen jagen und so neue Erkenntnisse sammeln. Diese ist eine interessante Schlange, denn sie bewegt sich über eine viel größere Fläche als die anderen. Hier habe ich die Schlange eingefangen, um ihren Sender auszutauschen. Jetzt, wo ich sie freigelassen habe, zieht sie sich sofort in den Schatten zurück. Wenn wir weg sind, sucht sie sich wahrscheinlich die Höhle eines Säugetiers, wo es kühl ist, und bleibt dort den Rest des Tages. Durch die Sender hat man herausgefunden, dass verschiedene Schlangenarten an unterschiedlichen Stellen jagen, um dort die jeweils für sie besten Bedingungen auszunutzen. Die gefleckte Klapperschlange jagt in steinigen Gegenden und nimmt die Farbe der Steine an. In diesem Gebiet ist das ein rötlicher Ton. Er ermöglicht ihr, sich auf dem roten Granit zu tarnen. Eric erforscht die Schlangen hauptsächlich im Gebiet des Chino Hills State Parks. Die rote Diamantklapperschlange zieht den Schutz der Feigenkakteen vor und erbeutet von dort aus Buschratten. Da hat sich eine gehäutet. Das ist die Haut einer roten Diamantklapperschlange. Die Schlangen sind hier. Weltweit sind etwa 20% aller Schlangenarten giftig. Von den Klapperschlangenarten gehören alle zu den Giftschlangen. Sie töten die Beute mit ihrem Biss. Die verschiedenen Arten der Klapperschlangen unterscheiden sich nicht nur durch Farbe und Größe, sondern auch durch ihr Verhalten. Südpazifik-Klapperschlangen haben eine einfache und zugleich perfide Strategie. Sie verstecken sich im Gras und fangen ihre Beutetiere vor oder sogar in ihren Erdhöhlen ab. Die Mojave-Klapperschlange lebt in der Wüste. Ihr Gift ist 10-mal giftiger als das der meisten anderen Klapperschlangen. Während das Gift der meisten Arten das Gewebe der Opfer zersetzt, wirkt das der Mojave-Klapperschlange im zentralen Nervensystem. Menschen, die von ihr gebissen werden, sterben an einem Abfall des Blutdrucks. Die Seitenwinder-Klapperschlange ist die kleinste unter den kalifornischen Klapperschlangen und passt sich optisch gut dem sandigen Boden an. Trotz der aufragenden Hörner ist sie leicht zu übersehen. Die Texas-Klapperschlange lebt im Gestrüpp und auf steinigem Boden. Diese Schlange versteckt sich unter einem Busch. Sie bleibt bewegungslos zusammengerollt liegen. Ihre Farbe tarnt sie in dieser Umgebung perfekt. Die Schlange sucht sich mit Hilfe ihrer Sensoren eine Stelle für ihren Angriff aus, an der es nicht zu warm ist, da sie sonst überhitzen und sterben könnte, und nicht zu kalt, weil ihre Körperfunktionen sonst eingeschränkt sind. Es ist schon lange bekannt, dass Klapperschlangen die Körperwärme ihrer Opfer wahrnehmen können. Aaron Crockmall, Professor an der University of Houston Downtown, demonstriert in einem Experiment, dass die Sinnesorgane jedoch auch für andere Zwecke eingesetzt werden.
Um die Klapperschlangen zu untersuchen, habe ich diesen verzweigten Tunnel entwickelt. Eine Röhre führt zu einem kühlen, angenehmen und die andere zu einem heißen Ort. Das Tier wird hineingelassen und muss eine Richtung auswählen. Diesen Versuch habe ich hunderte Male mit Schlangen durchgeführt, die offene bzw. verschlossene Grubenorgane hatten. Der ganze Raum ist auf 40 Grad Celsius aufgeheizt. Nur eine der beiden Röhren wird etwas heruntergekühlt. Die Schlange findet normalerweise problemlos die weniger warme Röhre. Die Grubenorgane können selbst kleine Temperaturunterschiede erkennen. Die Schlange bewegt sich zielsicher zu der Röhre, die ungefähr ihre ideale Körpertemperatur hat. Dann verschließt Professor Crockmole die Grubenorgane mit Kunststoffpfropfen. Aufgeklebte Alufolie sorgt dafür, dass auch wirklich nichts in das Sinnesorgan hineingelangt. Folie und Pfropfen werden mit der nächsten Häutung abfallen. Die Schlange ist damit gegenüber Temperaturunterschieden blind, wie sie auch in der Versuchsanordnung bestehen. Blinde Schlangen versagen nun beim Test und wählen die warme Röhre genauso oft wie die kalte. Nachdem wir die Schlangen mit diesem Röhrensystem getestet hatten, wollten wir eine natürlichere Umgebung schaffen. Wir haben hier im Labor also die Wüste nachgebildet und drei verschiedene Erdlöcher gebaut. Zwei hatten die hohe Temperatur des Raumes, die die Tiere sehr belastet, und eines die Temperatur, die die Tiere bevorzugen. Dann habe ich beobachtet, ob die Schlangen mit den offenen bzw. verschlossenen Grubenorganen das kühle Erdloch fanden. Professor Crockmole hat auch diesen Versuch mehrere Male wiederholt. Schlangen mit den offenen Sinnesorganen finden das kühle Erdloch sofort. Doch diejenigen mit verschlossenen Grubenorganen bewegen sich zum nächstgelegenen Erdloch, unabhängig von der darin vorhandenen Temperatur. Auch dieser Versuch zeigt, dass Klapperschlangen mit ihren Grubenorganen Temperaturunterschiede wahrnehmen können. Professor Crockmole glaubt, dass sich die Grubenorgane vor Millionen von Jahren in erster Linie für die Suche nach der besten Umgebungstemperatur entwickelt haben, nicht um warmblütige Beute aufzuspüren. Die Klapperschlange kann mit ihren Sinnesorganen den angenehmsten Platz finden, um von dort aus zuzuschlagen. Zurück zur Texas-Klapperschlange, die in der Wüste auf Beute lauert. Sie wartet neben einem Nagetierpfad, den sie ausfindig gemacht hat. Die Schlange kann ihre Körpertemperatur im Gegensatz zu uns Menschen nicht regulieren. Die dunklen Pigmente ihrer Haut nehmen die Sonnenstrahlen auf und versetzen sie in Bereitschaft zuzuschlagen, sollte ein Beutetier vorbeikommen. Doch auch eine gut getarnte Texas-Klapperschlange kann selbst in Gefahr geraten. Auch die Schlange hat natürliche Feinde. Ist sie nicht aufmerksam, kann aus einem Angriff leicht ein Notfall werden. Alle Klapperschlangen haben deswegen Frühwarnsysteme. Gesunde, ausgewachsene Rotschwanzbussarde können eine Schlange problemlos fangen und fressen. Wenn sie angegriffen wird, macht die Schlange das für sie typische Geräusch. Eins der alarmierendsten Geräusche, die die Natur zu bieten hat. Die Rassel vibriert bis zu 100 Mal pro Sekunde in einer Wellenbewegung. Der Kraftaufwand dafür ist äußerst gering. Die Schlange kann stundenlang klappern, ohne müde zu werden.
Die Rassel besteht aus Schuppenteilen, die locker miteinander verbunden sind. Werden sie geschüttelt, klappern sie aneinander. Bei jeder Häutung der Schlange kommt ein neuer Teil hinzu. Üblicherweise sind es selten mehr als 8 oder 9 Teile. Das Geräusch selbst hängt von der Größe der Schlange und der Länge ihrer Rassel ab. Lange Rasseln, die aus 12 bis 16 Teilen bestehen, wie bei dieser östlichen Diamantklapperschlange, sind leiser als Rasseln von mittlerer Größe. Die lautesten bestehen aus 6 bis 12 Teilen. Größere Schlangen klappern auf niedrigeren Frequenzen und kleine Schlangen auf höheren. Doch die Rassel kann der Schlange auch zum Verhängnis werden. Neue Forschungen haben gezeigt, dass sich Klapperschlangen täuschen lassen. Von einem kleinen Tier lässt sie sich oft hereinlegen. In der kalifornischen Kleinstadt Davis liegt ein beschaulicher Park. Hier gibt es einen ordentlichen Bestand an kalifornischen Eichhörnchen. Man würde nicht vermuten, dass Eichhörnchen Schlangen austricksen können, doch diese kleinen Freunde sind keine einfachen Opfer. Bei ihnen kann man erstaunliche Verhaltensweisen beobachten, wie Biologe Aaron Rundes festgestellt hat. Um zu untersuchen, wie die Eichhörnchen auf Klapperschlangen reagieren, arrangiert Aaron ein ungefährliches Aufeinandertreffen. Die Schlange in seinem Experiment ist eine Nordpazifik-Klapperschlange. Damit sie das Eichhörnchen nicht verletzen kann, bindet der Forscher sie fest. Ich mache sie hier fest. Die Schlange wird neben einen Eichhörnchenbau gelegt, in dem sich Junge befinden. Eichhörnchen 9e kommt den Kleinen als erstes zu Hilfe. Aaron beobachtet das Geschehen aus dem Auto heraus. Die Eichhörnchen beginnen mit ihrem Schwanz zu wedeln. Hier sieht man ein Eichhörnchen, das mit dem Schwanz wedelt, um die Schlange zu vertreiben. Die Schlange wird durch das Schwanzwedeln provoziert und beginnt zu klappern. So verrät sie, wie groß und stark sie ist und aus welcher Entfernung sie zuschlagen kann. Diese wichtigen Informationen kann das Eichhörnchen zu seinem Vorteil nutzen. Die Eichhörnchen machen keine Geräusche, damit keine anderen Räuber auf sie aufmerksam werden. Klapperschlangen sind so gut wie taub und würden auf akustische Signale nicht reagieren. Die Eichhörnchen kommen der Schlange zwar relativ nahe, aber sie achten trotzdem genau darauf, außer Reichweite zu bleiben. Doch selbst ein Biss wäre nicht tödlich. Die Forscher haben festgestellt, dass das Blut ausgewachsener Eichhörnchen so zusammengesetzt ist, dass ihnen das Gift der Schlange nichts anhaben kann. Neugeborene Eichhörnchen sind allerdings noch nicht immun gegen das Gift. Die Eltern müssen den Bau deshalb gut bewachen. Ein Eichhörnchen, das sich von einer Klapperschlange bedroht sieht, bewirft sie in einer Schaufelbewegung mit Blättern und Stöckchen. Ein wirkungsvolles Mittel, die Schlange zu ärgern. So merkt die Schlange, dass sie gesehen wurde und sich nicht mehr auf einen Überraschungsangriff verlassen kann. Das Eichhörnchen hört auf die Rassel. Ein tieferes Klappern deutet auf eine große, ausgewachsene Schlange hin, die mehr Gift zur Verfügung hat und über eine größere Distanz zuschlagen kann als eine Junge. Außerdem gibt der Ton Aufschluss über die Körpertemperatur der Schlange. Eine warme Schlange kann schneller reagieren als eine kältere. So viel zu den Eichhörnchen, die im Umgang mit den Schlangen versiert sind. Solche, die nur selten auf eine Klapperschlange treffen, sind allerdings weniger gut vorbereitet.
Auf dem Gelände der University of California in Davis lebt eine Gruppe Eichhörnchen, die sich an Menschen gewöhnt hat, jedoch nicht an Klapperschlangen. Sie reagieren ganz anders auf die festgebundene Schlange. Eines ist sich der Gefahr so wenig bewusst, dass es fast erbeutet wird. Da geht ein Eichhörnchen ganz nah an die Schlange. Sehen Sie mal. Jetzt merkt es endlich, dass die Schlange da ist und springt zurück. Die unterschiedlichen Verhaltensweisen der beiden Eichhörnchengruppen lassen darauf schließen, dass die Provokation der Schlange kein instinktives Verhalten ist. Die an die Schlange gewöhnten Eichhörnchen haben ihr Verhalten vermutlich erlernt und geben es von Generation zu Generation weiter. Um das Verhalten der Eichhörnchen besser messen zu können, hat Aaron einen Test entwickelt. Zusammen mit Mitarbeitern der Universität hat er einen Robo-Squirrel gebaut. Eine Puppe mit fernsteuerbarem Schwanz. Aaron kann damit zeigen, dass Klapperschlangen und Eichhörnchen regelrecht miteinander kommunizieren. Das Eichhörnchen beeinflusst die Haltung der Schlange. Die Klapperschlange nimmt eine aggressivere Haltung ein. Durch das Schwanzwedeln rollt sie sich ein und wird in die höchste Alarmstufe versetzt, bereit, um zuzuschlagen. Eichhörnchen und Schlange reden miteinander. In der Wildnis konnte Barbara Klukes, die als Studentin Aarons Forschungen unterstützt, noch weitere Elemente der Sprache identifizieren. Wenn Eichhörnchen zum Beispiel die gehäutete Haut einer Klapperschlange finden, reagieren sie sofort. Sie wedeln mit dem Schwanz, um zu testen, ob in der Haut keine Schlange steckt, die zubeißt. Eichhörnchen 1N, ein junges Weibchen, beginnt dann sogar die Schlangenhaut zu kauen und trägt das Gekaute auf ihrem Fell auf. Barbara konnte dieses Verhalten vor allem bei Mutter- und Jungtieren beobachten. Sie glaubt, dass damit ein weiterer Kommunikationsweg zwischen Eichhörnchen und Klapperschlange eröffnet wird, dieses Mal mittels Geruch. Um ihre Theorie im Labor zu testen, bereitet Barbara zwei Duftproben vor. Die eine enthält eine Mischung aus Eichhörnchenhaaren und Ausscheidungen. Die andere zusätzlich ein Klapperschlangenaroma, das aus einer abgeworfenen Haut gewonnen wurde. Dann werden die Duftproben in der Versuchsanordnung platziert und eine Klapperschlange hineingelassen. Mit ihrer Zunge und den Riechorganen im Oberkiefer erkennt die Schlange die Gerüche. In den meisten Fällen vermeidet sie die Duftprobe, die mit der Eichhörnchen-Klapperschlangenmischung versehen ist, als würde sie davon abgestoßen. Barbara kommt zu dem Schluss, dass sich Eichhörnchenweibchen den Schlangenduft deswegen auftragen, um vorzutäuschen, dass nicht sie und ihre Jungen in einem Bau wohnen, sondern eine Klapperschlange und damit einen möglichen Angriff verhindern. Viele der Abwehrstrategien funktionieren allerdings nur, wenn die Eichhörnchen die Klapperschlangen sehen. Doch Klapperschlangen sind hinterhältige Jäger. Die Nagetiere können sich nicht vollständig schützen. Die Beute von Klapperschlangen, in deren Revier auch Eichhörnchen leben, besteht bis zu 70% aus deren Jungen. Manchmal treffen Klapperschlangen auf Gegner, die ihnen überlegen sind. Dann müssen sie sich auf einen gezielten Abwehrbiss verlassen. Im Süden Kaliforniens machen viele Leute Ausflüge in die Wüste. Dies führt häufig zu einem Aufeinandertreffen von Mensch und Klapperschlange. Wenn sich ein Eindringling nicht durch das Geräusch der Rassel vertreiben lässt,
greift die Schlange auf ihre gefährlichste Fähigkeit zurück. Sie beißt zu. Werden Menschen von Schlangen gebissen, sind es fast immer Abwehrbisse. Das Gift hat auf menschliches Gewebe einen ähnlichen Effekt wie auf den Körper eines Beutetieres. Das Gift erreicht die Nervenzellen und beginnt kurz nach dem Biss das Gewebe zu zersetzen. Professor Sean Bush ist Spezialist in der Behandlung von Schlangenbissen und kümmert sich im Krankenhaus um die Opfer. Diese Seite fühlt sich leicht gelähmt an? Nur der Arm hier. Der ganze Arm. Sean Bush betreut immer mehr Patienten, die lediglich den Müll hinausgebracht oder Unkraut gejätet haben. Menschen werden meist in die Hand, in den Arm oder ins Bein gebissen. Manche sogar in den großen Zeh. Die Behandlung erfolgt hauptsächlich mit zwei Gegenmitteln. Sie schalten die Wirkung des Gifts aus und wirken dem Schaden im Gewebe entgegen. Ich zeige Ihnen, was bei einem Schlangenbiss passiert. Dieser Mann wurde heftig gebissen. Hier haben die Zähne die Haut durchbohrt. Er blutet. Unter der Haut ist eine Prellung. Das alles schwillt an und es bilden sich Blasen. Dann beginnt der gesamte Körper anzuschwellen und das Gift zerstört die Blutgefäße. Hier haben wir einen anderen Patienten. Hier sieht man, wo der Zahn seinen Finger durchbohrt hat. Er hat natürlich auch ein großes Hämatom und blutet stark. Ich habe ihn mehrere Wochen lang betreut. Seine Haut hat sich einfach aufgelöst. Er kann den Finger jetzt nicht mehr strecken. Das passiert häufig nach einem Schlangenbiss. Der Verlust von Gewebe oder der Bewegungsfähigkeit eines Fingers oder Zehs. Manchmal gibt es Muskelzuckungen, zum Beispiel bei diesem Patienten hier. Man sagt dazu Myokymie. Das sieht fast so aus, als hätte er Würmer oder Schlangen unter seiner Haut, die sich bewegen. Das ging mehrere Tage lang so. Wer von einer Schlange gebissen wird, sollte Ruhe bewahren und den Notarzt verständigen. Es kommt glücklicherweise selten zu Todesfällen. Doch der Ausgang hängt entscheidend von der Menge des injizierten Gifts ab. An der Universität untersuchen Professor Bill Hayes und Student Scott Herbert, wie viel Gift die Schlange freisetzt, wenn sie einen Menschen beißt. Das ist eine Texas-Klapperschlange. Texas-Klapperschlangen sind sehr aggressiv. Sie weichen nicht zurück. Sie heben den Kopf und drohen. Und sie zögern nicht, sich zu verteidigen. Um herauszufinden, wie viel Gift die Klapperschlange in ein menschliches Opfer pumpt, wird sie von dem Forscherteam auf künstliche Gliedmaßen angesetzt. Der gelbe Gummihandschuh ist mit einer Salzwasserlösung gefüllt. Einfach dahin halten. Okay. Sie provozieren die Schlange, damit sie in den Handschuh beißt. Mit jedem Biss wird hochkonzentriertes Gift freigesetzt. Eine ähnliche Menge würde die Schlange gegen einen Menschen einsetzen. Oh, sehr gut. Okay, das wollten wir. Die beiden Forscher haben herausgefunden, dass bei 10% der Abwehrangriffe kein Gift freigesetzt wird. Die Schlangen wollen ihre Ressourcen nicht verschwenden. Doch wenn sie richtig zubeißen, fließt bei einem Abwehrangriff weit mehr Gift als bei einem Beutebiss. Bei einer großen Schlange bis zu einem Teelöffel voll. Jetzt wird der Handschuh mit Jeansstoff überzogen und man lässt die Schlange erneut zubeißen. Nun vergleichen die Forscher die Konzentrationen des Schlangengifts, die die Salzwasserlösungen des Handschuhs mit bzw. ohne Jeansüberzug haben. Die Analyse bringt ein eindeutiges Ergebnis. Bei diesen Proben kann man erkennen, dass einige dunkel und andere heller sind.
In den hellen ist weniger Gift, weniger Protein. In den dunklen ist mehr Gift. Durch den Jeansstoff dringt bis zu 2/3 weniger Gift ein. Es ist also hilfreich, Jeans zu tragen. Das Team hat eine weitere wichtige Entdeckung gemacht. Ausgewachsene Schlangen injizieren mehr Gift als junge. Das ist logisch, denn Ausgewachsene haben längere Zähne. Und je größer die Schlange, desto tödlicher auch ihr Biss. Draußen in der Wüste machen sich die Texas-Klapperschlangen bereit zuzuschlagen. Wenn das Tageslicht nachlässt, kommen die Beutetiere aus ihren Höhlen. Deshalb jagen Klapperschlangen vorrangig am Abend. Nachdem sich die Schlange eine geeignete Stelle ausgesucht hat, selbst keinem Jäger zum Opfer gefallen ist und sich mit all ihren Sinnen vorbereitet hat, wartet sie auf Beute. Um die Schlange herum befindet sich die Tötungszone, der Bereich, in dem sie zuschlagen kann. Der tödliche Biss erfolgt blitzschnell. Selbst in der Zeitlupe kann man kaum erkennen, wie er sich genau zusammensetzt. Der Angriff der Klapperschlange lässt sich in 4 Phasen unterteilen. Phase 1: Die Fährte aufnehmen. In dieser Phase sucht die Schlange ihr Opfer aus. Selbst in der Dämmerung ist das kein Problem. Denn die Schlange macht sich ihr Grubenorgan zunutze. Professor George Becken erforscht die Sensoren der Klapperschlangen und was sie damit wahrnehmen. Eine Wärmebildkamera wird entsprechend dem Verhalten der Klapperschlangen direkt neben einem Nagetierpfad platziert. In diesem Fall ist das ein Ast, über den die Mäuse laufen. Nicht weit entfernt wartet George auf seinen kleinen Filmstar. Okay, da ist eine Maus. Der Forscher zeichnet die Wärmebilder der Maus mit Hilfe eines Computers auf und wertet die Daten im Labor aus. An der Indiana State University arbeitet George Beckens Team daran, zu verstehen, was genau die Schlange mit ihren Thermosensoren wahrnimmt. Der Kopf einer toten Klapperschlange wird in dünne Scheibchen geschnitten, um das Grubenorgan zu untersuchen. In den Scheiben sieht man die Thermosensoren deutlich. Sie sind nach vorn gerichtet und lassen die Schlange Wärme wahrnehmen. Möglicherweise dienen sie auch der räumlichen Orientierung. Sie bestehen aus 2 Kammern, einer größeren Außenkammer und einer schmaleren Innenkammer. Die Kammern werden von einer dünnen Membran unterteilt. Sie ist 200stel Millimeter dick und enthält bis zu 2000 hitzesensible Zellen, die über die Nerven Informationen ans Gehirn weiterleiten. Jede Scheibe des Kopfes wird fotografiert
Aus den Bildern wird mit Hilfe eines Computerprogramms ein 3D-Modell erstellt. Bei diesem Modell wird die vordere äußere Kammer grün und die Thermomembran rot dargestellt. Die Signale von der Thermomembran werden über die Nerven an hintere Gehirnteile übermittelt. Gleichzeitig übermitteln die Augen Signale an den vorderen Teil des Gehirns. Die visuelle und die Temperaturwahrnehmung der Schlange überschneiden sich. Es entsteht also ein Bild anhand von Informationen aus beiden Bereichen. Das Forscherteam modifiziert nun die Wärmebilder der Maus, um damit darzustellen, was die Schlange tatsächlich wahrnimmt. Das erste Bild zeigt, was die Kamera aufnimmt. Die Maus ist deutlich zu erkennen. Das zweite Bild zeigt, was die Thermosensoren der Schlange wahrnehmen. Doch selbst wenn das Bild im Gehirn verarbeitet wurde, ist die Maus nur als Fleck zu erkennen und auch das nur aus kurzer Distanz. Verarbeitet das Gehirn der Schlange mehr, als es scheint? Manche Forscher glauben, dass das Wärmebild der Klapperschlange deutlicher ist als hier dargestellt. Doch falls George Beckens Modell relativ exakt ist, bedeutet das, dass es äußerst wichtig ist, dass sich die Schlange sehr nah am Pfad der Nagetiere befindet. Und wenn sie alle wichtigen Informationen wahrgenommen hat, geht die Schlange zu Phase 2 des Angriffs über, der Ausführung. Nun wird der Körper der Schlange zu einer gewaltigen Harpune. Der Kopf schnellt eine halbe Körperlänge vor. Eine der schnellsten Bewegungen, die von einem Wirbeltier bekannt ist. Die Hautfalte über den Zähnen klappt auf. Die Zähne werden auseinandergezogen und das Maul öffnet sich weit. Wie durch kleine Injektionsnadeln wird das Gift freigesetzt. Bill Hayes hat herausgefunden, dass die Hautfalte nicht nur zum Schutz der Giftzähne dient. Sehen wir uns die Giftzähne einmal an. Die Hautfalte, die die Zähne umhüllt, spielt eine wichtige Rolle für den Giftfluss. Sobald der Giftzahn in etwas eindringt, wird der Gaumen durch die Hautfalte nach oben gedrückt. Der Giftzahn muss in einem 60-Grad-Winkel stehen, damit das Gift hindurchfließen kann und in das Beutetier gelangt. Durch Messungen an betäubten Schlangen hat Bill festgestellt, dass die Länge der Zähne und ihre Entfernung voneinander in direktem Zusammenhang mit der Größe der Schlange und der freigesetzten Giftmenge stehen. Obwohl die Schlange betäubt ist, muss ich sehr vorsichtig sein. Sie könnte aufwachen und mich beißen. Die Forschungsarbeit soll Ärzten helfen, nach einem Schlangenbiss herauszufinden, wie groß die angreifende Schlange war und wie viel Gift sie ungefähr freigesetzt hat. Man misst dafür lediglich den Abstand zwischen den Bisslöchern. In Phase 3 des Angriffs setzt die Wirkung des Gifts ein. Die Schlange zielt auf die Lunge des Opfers, denn durch die Blutgefäße dort breitet sich das Gift schnell aus. Das Gift durchflutet den Körper mit tödlichen Enzymen. Es wird aus der Giftdrüse durch die Zähne gepumpt. Die Schlange kann die Menge kontrollieren. Je größer das Beutetier, desto mehr Gift wird injiziert. Dieses Wissen kann sich Bill Hayes beim Melken der Schlangen im Labor zunutze machen. Okay, komm. Mach das nicht. Los, los. Gut, dass es nicht meine Hand war. Schlangengift kann aus zwei Arten toxischer Enzyme bestehen. Einem, das Blut und Gewebe zersetzt, und einem anderen, das Nerven lähmt.
Das Gift kann aus einer dieser Komponenten oder aus beiden bestehen. Das hängt von der Schlangenart ab. Diese hellgelbe Farbe entsteht durch ein Enzym namens L-Aminosäureoxidase. Eines von mehreren Enzymen, die in diesem Gift zu finden sind. Die meisten Klapperschlangen haben ein proteinspaltendes Enzym, eine hochgiftige Substanz, die ihre Beute innerlich zu Brei macht. So können sie sie leicht verdauen. In der vierten und letzten Phase des Angriffs sammelt die Schlange Informationen über ihr sterbendes Beutetier. Zuerst speichert sie den Geruch der Beute ab. Denn nachdem sie ihr Gift injiziert hat, lässt die Schlange überraschenderweise los. Die scharfen Krallen eines Nagers können der Schlange gefährlich werden und sie lässt ihr Opfer ziehen. Doch der Jagdaufwand könnte vergebens gewesen sein, wenn sie ihre Beute nicht wiederfindet. Nach dem Biss dauert es allerdings kaum eine Minute, bis das Gewebe im Körper des Beutetiers beginnt, sich zu zersetzen. Dieser Vorgang entscheidet über das Schicksal der Beute, aber auch über den Erfolg oder das Scheitern des Jägers. Bis zum Sonnenaufgang kann sich das Opfer mehrere Meter entfernen, bevor es durch das Gift stirbt. Nun muss die Schlange es wiederfinden. An der Washington State University haben Schlangenforscher Versuche mit verschiedenen Gerüchen durchgeführt. Das Y auf dem Boden ist auf der einen Seite mit dem Geruch eines gesunden Nagers versehen worden, auf der anderen mit dem eines Vergifteten. Der Geruch einer Maus verändert sich, wenn ihr Gift injiziert wurde. Sie hinterlässt somit eine deutliche Spur. Die Schlange wittert diesen Geruch und bewegt sich mit 85%iger Genauigkeit auf die richtige Seite. Auch in ihrem natürlichen Lebensraum findet die Klapperschlange sich kreuzende Geruchsspuren vor. Wie die Schlange in dem Experiment benutzt sie zum Verfolgen ihrer gebissenen Beute ihre Zunge und ignoriert alle anderen Fährten. Der Fluchtweg des Opfers ist übersät mit chemischen Spuren, die aus dem sich zersetzenden Körper entwichen sind. Die gespaltene Zunge ermöglicht der Schlange festzustellen, in welche Richtung sie sich bewegen muss. Die Geruchsspur auf dem Boden führt die Schlange direkt zur toten Känguru-Ratte. Die Klapperschlange hat ihre Beute vertilgt. In 2 bis 3 Tagen ist ihr Giftvorrat wieder aufgefüllt. Wenn Beutetiere knapp sind, kann eine Känguru-Ratte die einzige Mahlzeit eines Jahres sein. Doch sollte sich eine weitere Möglichkeit ergeben, wird die Schlange zur richtigen Zeit am richtigen Ort einen weiteren Angriff ausführen. Kaum ein anderes Tier ist zu solch schnellen Attacken fähig wie die Klapperschlange. Sie geht mit äußerster Präzision vor. Ein Vorgang, der durch die Evolution über Millionen Jahre perfektioniert wurde. Sie findet die besten Jagdstellen neben viel frequentierten Nagerpfaden. Sie sieht die Wärme ihrer Beutetiere im Dunkeln und führt ihren Angriff mit großer Perfektion aus. Sie kann entscheiden, wie viel Gift sie einsetzt, mehr Gift zur Verteidigung und weniger Gift auf der regulären Jagd. Das Gift lähmt Nerven und Muskeln oder zersetzt das Gewebe der Beute. Sie ist ein hochgefährliches Tier und die Verbreitung des Menschen in ihrem Lebensraum macht beide zu schwierigen Nachbarn. Doch neue Erkenntnisse über den Biss der Klapperschlange können Leben retten und dazu beitragen, dass dieses Wunder der Natur auch in einer zunehmend überfüllten Welt
weiter existieren kann.